Machen wir noch mal schnell einen kleinen Satz. Fing. Fast größer als ich. Die Woche auch wieder Programm. Um den geht's hauptsächlich. Die sollen wir aber einmal noch beschichten. Hat sich der Kunde dann doch für entschieden. Denn wenn man stopp mal nicht, dass wir einen Schaden machen. Wenn man sich wirklich mal anguckt, ey, Hochdruckreiniger rüberfeuern und dann ist da nicht mehr viel mit Felgenreiniger. Könnt ihr aber trotzdem benutzen, denn die Felgenbeschichtung ist auch chemieresistent. Ansonsten, wenn ich nach da gucke, da guckt ihr aber noch nicht hin. Wochenende waren wir bei der Dicon und haben auch ein paar schöne Sachen eingepackt. Die werden wir dann in kommenden Videos einfach mal zeigen, was es da für Neuheiten gibt. Man denkt ja immer, da kann nichts mehr kommen, aber da kommt was Schönes. Und hier steht was Schönes. Audi. Junge, ich bin noch in der letzten Woche. Wie gesagt, Wochenende war zu kurz. BMW 5er M-Paket. Hatte jetzt einen kleinen Frontschaden gehabt. Und der wurde hier korrigiert. Jetzt steht er die Woche da, soll aufbereitet werden. Lackzustand gucken wir uns ja im Video an und ich sage gleich, der wird auf jeden Fall abenteuerlich. Der hat die Waschanlage genossen und einige Buschkratzer hier genossen. Selbst wenn wir hier mal hinten hin gucken, da sieht man mal so ein bisschen größere Blessur. Oder wenn wir hier ein bisschen tiefer gehen, schaut mal, da sind die Kratzer selbst im Schatten richtig sichtbar hier an der Ecke. Ja, aber davon sind einige am Start. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr cooles Auto, ein bisschen dark gemacht das Ganze. Und Innenraum ist gepflegt, aber der Kunde hat noch mal gefragt, als er es abgegeben hat, Mensch, können wir da nicht vielleicht doch noch mal durchwedeln, denn die Polster haben hier einige Flecken auf den Sitzflächen, also sprich, das Ganze hier werden wir auf jeden Fall hier noch schamponieren. Innenraum ansonsten einmal komplett durchwedeln. Jetzt geht's aber ab zur Wäsche für euch, ab ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab geht's. Gewaschen haben wir ihn, innen sind wir auch durch. Wie gesagt, hat der Kunde sich ja nochmal gewünscht. Polster sollten eigentlich Hauptaugenmerk drauf gelegt werden. Aber wenn man mal genauer hingeschaut hat, da waren dann doch hier und da ein paar Flecken. Deswegen liegen draußen nämlich auch noch die Fußmatten in der Sonne. Die habe ich nämlich auch nochmal richtig ordentlich durchschamponiert. Ich habe auch mal auf dem Tacho geguckt, da sind auch schon ein paar Kilometer auf dem Fahrzeug drauf. Von daher darf das auch alles so sein. Da sind allerdings auch ein paar Kilometer Waschstraße, glaube ich, drauf. Was ich damit meine, schauen wir uns jetzt mal beim Lackzustand nach der Wäsche an. Schicker 5er, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Farbe ist grau, die schluckt einiges, aber irgendwann ist das Schlucken auch mal vorbei. Und das prüfen wir uns jetzt mal mit der Scan-Grip-Lampe. Gehen wir direkt hier unten mal rein und da seht ihr das schon am Kotflügel. Komplett blinder Lampenpunkt. Das liegt nicht nur daran, dass der Fokus hier nicht richtig reinzieht. Nein, das liegt eher daran, dass die Waschanlage hier richtig einen reingehauen hat. Und das schätze ich mal einige Male. Also da wird die Waschanlage auf jeden Fall genossen haben, das Fahrzeug hier vom Vorbesitzer. Der jetzige macht noch Handwäsche, deswegen steht er auch hier und soll auch einmal alles bekommen, dass der auch wirklich wieder ordentlich glänzt. M-Emblem soll auf der Seite runter, denn ja leider hat der Kunde kurz vor Abgabe oder ein paar Wochen vorher die Front neu lackieren müssen, denn da war noch mal ein Wildschaden. Also sprich, der Kotflügel ist auch lackiert, da ist das Emblem runter. Und dann wird das da drüben auch entfernt haben. Werden wir natürlich auch machen. Ansonsten Front, wenn wir hier mal reingucken, sieht eigentlich soweit ganz vernünftig aus. Wir haben aber diese, ja, wie IPA-Spuren, also Oberflächenkratzer, kann daran gelegen haben, dass nach dem Polieren hier falsche Tücher genommen wurden oder sonstiges. Kann aber natürlich auch vor ein paar Wäschen kommen, dass der Lack dann noch relativ weich war oder vielleicht weich ist, denn Nachlackierungen sind meist MS-Lack und von daher relativ weich. Motorhaube hat einige Steinschläge drin, hier auch wie gesagt relativ stark zerkratzt. Die werden wir dann alle noch punktuell zutupfen und der Zustand, deswegen wird es hier eine fixe Runde, zieht sich hier am kompletten Fahrzeug eigentlich so durch. Schaut mal hier in die Seite rein, komplett blinder Lampenpunkt und der wird auch irgendwann klar, denn hier, wenn wir mal reinschauen, hier ist ein Testspot, Max Cuts, zwei, dreimal durchgezogen und dann, ja, wie gesagt, Perfect Finish ist jetzt noch nicht drüber, die wird aber dann drüber kommen, aber hier schaut euch mal den Unterschied von oben nach unten an. Ich denke mal, der ist wirklich gut und groß. Da wollen wir nachher hin am kompletten Fahrzeug. Ein paar Sachen sind, wie gesagt, überall dran. Hier hatte ich auch schon gesehen, wo wir da ein paar Tüpferchen draufsetzen sollen. Aber insgesamt werden wir uns hier schon durchkämpfen. Schaut mal hier, tiefere Kratzer auch dran. Man muss natürlich immer gucken, abwägen. Da wird bestimmt einiges drin bleiben, aber das wird trotzdem schönes Vorher nachher werden. Schaut mal, ohne schwarzen Leisten. Ja, das zieht sich hier am kompletten Fahrzeug einmal so durch, der Zustand. Hier unten seht ihr mal, was ich meinte.
Seht ihr, was so ein bisschen wie so ein Ultraschallbild in der Stoßstange aussieht? Das sind auch so IPA-Spuren, wenn er nach einem Entfetten die reinbekommt mit Isopropanol oder sonstiges falschen Tücher. Deswegen machen wir das immer mit Silikonentferner lang und dann passt das Ganze soweit. Aber auch hier, wie gesagt, tiefere Kratzer mit am Start. Genauso wie hier und andere Seite zieht sich hier komplett am Fahrzeug einmal durch. Heckbereich. Genau, die Seite haben wir jetzt hier noch. Hier seht ihr auch mal, aber ich denke mal, das wird eher Abrieb sein. Sollten wir vielleicht sogar noch rausbekommen. Und hier schaut mal ins Warmlicht rein. Ho, 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 ho. Seht ihr, was ich meine? Brutal. Was auch brutal ist, die Tiefe vom Fahrzeug. Und das wird brutal für meinen Rücken. Schaut mal hier rein. Also da brauchen wir gar nicht dran denken, den anzuheben. Hier liegt wirklich schon der Bolzen von der Querstrebe auf meiner Hebebühne auf. Also sprich, da ist hier auch hochheben ausgedacht. Man könnte vielleicht noch ein paar Keile unterpacken oder sonstiges. Aber da habe ich dann auch eher weniger Lust drauf. Ihr habt den Zustand gesehen. Ihr habt die Tiefe vom Fahrzeug gesehen. Ohne Hebebühne. Und ich sehe schon wieder meine Rückenschmerzen. Oder etwas anderes hinter meinem Rücken. Und zwar, ich habe es ja gesagt, wir waren am Wochenende auf der Dicon. Es gibt ein paar Neuheiten. Und eine davon, die passt jetzt nämlich eigentlich richtig gut hier rein. Und zwar, was ist denn das hier überhaupt? Eigentlich nur ein ganz normaler Eimerdeckel. Aber dabei hat sich mal einer richtig Gedanken gemacht. Fand ich richtig cool am Wochenende. Und ganz zufällig steht hier hinterher noch ein Eimer. Ganz normaler Wascheimer. Und jetzt stellt euch mal vor, Waschbox. Jeder kennt's, nasse Knie und sonstiges. Und dann hat man jetzt anstatt diese Deckel zum Raufschrauben, einen Deckel gemacht mit Schaumstoff oben drauf, dass das Ganze auch richtig schön bequem ist. Und hier vorne sind dann halt noch diese Haken dran. Und die haben natürlich auch noch eine Bedeutung. Und da haben wir was. In der Hosentasche sogar. Schaut mal hier, ich bin ein richtiger Zauberer heute. Jeder Detailer hat doch immer mal ein paar Pinsel da. Ne, schaut mal hier, könnt ihr hier eure Pinsel reinhängen. Und was hat man meist noch mit dabei an der Waschbox? Felgenreiniger, Insektenreiniger, sonstiges in Sprühflaschen. Und die kann man hier vorne richtig gut anhängen. Total genial gelöst, richtig einfach. Ein Deckel mit Schaumstoff oben drauf und da vorne nochmal so eine Ausfräsung. Hat mir richtig gut gefallen. Und wenn man das Ganze nochmal optimieren möchte, habe ich schon auf der Messe gesagt, hier, wenn man noch so ein Rollet Bucket dazu hat in seiner Werkstatt. Das ist natürlich optimal, hat man nämlich richtig schön Platz sparend, sich jetzt hier einen kompletten Sitzhocker zum Arbeiten zusammengebaut und kann das natürlich auch so bei der Wäsche hier nutzen und kann sich hier gemütlich ransetzen, zack, 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 das auspinseln und natürlich auch Bauteile hier polieren. In diesem Sinne, das müssen wir jetzt nämlich machen. Gibt noch ein paar mehr Neuheiten, aber in späteren Videos. Jetzt gibt es für euch ein bisschen Musik. Ich habe auf jeden Fall hier eine Menge dran zu tun. Sehen wir uns gleich wieder. Ab geht's. Haben wir es mal wieder geschafft, BMW ist komplett fertig und ich habe hier wirklich knietief in der Arbeit gesteckt. Ja, wie gesagt, ohne Hebebühne ist das nicht ganz so angenehm. Da hilft natürlich so eine Sache auch nicht, wenn man unten an die Schwelle ran muss. Trotzdem extrem coole Idee, extrem coole Sache. Werde ich, denke ich, öfter mal nutzen in diesem Sinne. Mehrstufige Politur, BMW lässt sich immer wieder einfach schön polieren. MaxCut, grünes Safe Shield Pad. Klar, ist ein etwas härterer Lack, aber wenn man ein paar Mal da cuttet, dann kriegt man da wirklich ein schönes Ergebnis immer wieder raus. Und dann nochmal Perfect Finish mit dem Medium Safe Shield Pad für den Hochglanzgang. In Anhang dann, wie gesagt, den Lack mit Code Ultima Scheiben, mit Vitro Ultima Felgen haben wir vorab schon mal versiegelt. In diesem Sinne, ich bin gespannt, was der Kunde dazu sagt, denn jetzt ist er nicht mehr so mattgrau, sondern jetzt glänzt das Ding wirklich. Also da sieht man den Kilometerstand kaum noch an. Wie gesagt, über 200.000 hat er hier runter, aber sieht auf jeden Fall wieder fresh aus. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Falls Fragen sind, unten in die Kommentare. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.